Jetzt sind wir auch schon wieder mal hier draußen. Hier ist jetzt die Hightop AE8 Evo, meine Drohne zum Testen. Natürlich habe ich jetzt hier auch das Smartphone und den Controller, alles auch schon eingerichtet. Die Drohne ist bereits eingeschaltet. Jetzt wollen wir einfach mal schauen, wie sich die Drohne jetzt hier draußen verhält. Vielleicht merkt man das so ein kleines bisschen. Es ist etwas windig. Ich habe aber soeben gerade in der UAV-Forecast-App nochmal nachgeschaut. Also hier steht jetzt drin, gut zu fliegen. Und da wollen wir jetzt einfach mal starten. Jetzt starten wir die Drohne mal. Ja, bis jetzt hält sie sich. Jetzt machen wir hier einfach mal einen kleinen Testflug. Jetzt kommen wir hier mal ein kleines Stückchen zurück. Also ich mache jetzt hier nichts an der Fernbedienung. Die Drohne, die tänzelt hier so ein bisschen, so kann man das zumindest mal sehen. Und es ist eigentlich auch ziemlich windstill. Die Drohne, die ja, bewegt sich so ein kleines bisschen auf und ab. Jetzt machen wir aber mal einen Testflug. Ich habe jetzt die Meldung bekommen, ich soll jetzt so 3 Meter Abstand vom Fluggerät halten. Deshalb steht die Drohne jetzt auch ziemlich weit hinten. Und jetzt starten wir noch mal. Also ich halte jetzt hier den Controller in der Hand. Ich mache jetzt nichts. Und man kann das vielleicht auch so ein bisschen sehen. Die Drohne, die tänzelt so ein bisschen hin und her. Ich habe jetzt hier auch keinen von diesen ja, Steuersticks bewegt. Und man sieht das, die bekommt gerade so ein bisschen Aufwind. Es ist ein kleines bisschen Wind, aber bei dem Gewicht von der Drohne sollte das jetzt, denke ich mal, nicht so viel ausmachen. Und jetzt machen wir hier einfach nochmal einen Testflug. Also ich weiß jetzt nicht, ob das dem Wind geschuldet ist, diese kleinen, holprigen Flugeinlagen, die die Kleine hier jetzt gemacht hat. Ich werde jetzt nochmal testen, ob das hier mit unserer Gestensteuerung funktioniert. Also bei verschiedenen Handzeichen, wenn man dann das so macht oder auch so macht, sollte dann die Drohne dementsprechend ja Foto- oder Videoaufnahmen machen. Da möchte ich jetzt auch nochmal einen kleinen Test machen. Und dann möchte ich natürlich auch hier nochmal dieses Return to Home bei dieser kleinen Drohne hier testen. Ich denke mal, das ist gar nicht ganz verkehrt, falls man jetzt mal merkt, dass die Drohne vielleicht doch irgendwo einen Abflug machen will oder sich in irgendeine Richtung bewegt, wo sie jetzt nicht hin sollte, ob das hier dementsprechend auch funktioniert. Und jetzt fange ich erstmal an und schaue, ob wir hier mit unserer Gestensteuerung ein Stück vorwärts kommen und was die Drohne auch macht oder eben auch nicht. Ja, vielleicht kann man mich jetzt hier auch sehen. Wir probieren das jetzt hier mal. Die Drohne steht jetzt hier in der Luft und ich hebe jetzt hier einfach mal die beiden gespreizten Finger und jetzt sollte da eigentlich auch was passieren. Ja, der Controller zeigt mir jetzt an, machen Sie sich bereit. Jetzt hat die Drohne wahrscheinlich auch ein Foto aufgenommen. Ja, das mit diesen gespreizten Fingern, das funktioniert jetzt mal. Aber hier mit meinem Winken, das funktioniert nicht so richtig. Stopp! Ich bin jetzt schon 20 Minuten hier mit unserer Drohne unterwegs gewesen. Jetzt habe ich hier den neuen Akku, den werde ich mal einsetzen. Und dann schauen wir mal, ob das mit unserem Return to Home funktioniert. Die Akkuladezeit, die beträgt hier, wenn man das daheim angeschlossen hat, ja ungefähr 3 Stunden pro Akku. Also es ist doch schon eine ganz schön lange Zeit, sage ich jetzt mal. Aber wir sind jetzt auch 20 Minuten schon hier zum Testen unterwegs gewesen, bis ich meine ganzen Einstellungen gemacht habe und auch ja mich so ein bisschen mit der ganzen Sache hier befasst habe, wie das mit der Steuerung läuft, beziehungsweise wie auch die Drohne reagiert. Denke ich mal, da ist es gar nicht mal so schlecht. Und jetzt schauen wir mal unsere Return to Home an. Ja, da hinten ist sie und jetzt kommen wir hier einfach mal ein kleines Stück zurück. So, jetzt werden wir mal das Return to Home hier testen. Jetzt zeigt mir die Drohne auf dem Controller an Rückkehr. Jetzt bin ich ja mal gespannt, was jetzt hier passiert. Also bis jetzt
kann man das vielleicht hören. Ich mache jetzt nichts. Die Drohne kommt jetzt langsam zurück. Sie steht jetzt quasi über mir. Sie wird aber jetzt hier auch dementsprechend landen. Also der erste Versuch, der war schon mal ganz gut. Und jetzt werden wir das nochmal testen. Bis jetzt macht die Kleine ganz gut mit. Im Großen und Ganzen ist die Drohne jetzt auch recht stabil unterwegs. Also ich habe da jetzt wirklich so ein bisschen mit der Steuerung mich auch ein bisschen besser angefreundet. Und dann klappt das Ganze auch ganz gut. Der erste Versuch, der war jetzt ganz gut mit unserem Return to Home. Jetzt möchte ich das aber nochmal testen. Und jetzt fliegen wir mal hier hinten Richtung diesem Feld. Und dann schauen wir mal, ob die Drohne zurückkommt. Und ich werde dann natürlich auch hinter der Kamera stehen. Und dann kann ich euch das natürlich auch mit aufnehmen. Jetzt fliegen wir mal ein Stück dahinter und dann schauen wir mal, ob das Return to Home genauso gut funktioniert. Ich kann mal die Drohne jetzt noch sehen. Also wir bewegen uns jetzt hier hinten irgendwo. Jetzt gehen wir hier mal ein Stückchen nach oben. Vielleicht kann man die Drohne jetzt noch da hinten erhaschen. Und jetzt teste ich hier mal unser Return to Home. Und vielleicht kann man das jetzt auch sehen. Ich blende euch das auch gleich nochmal ein. Also die Drohne, die müsste jetzt auch hier dementsprechend zurückkommen. Ja, und da kommt sie schon. Ja, vielleicht hat man das jetzt hier gehört. Die Kleine fängt an zu hupen. Also mein Akku, der ist langsam leer. Ich habe jetzt nun 40 Minuten auch hier mit meiner Drohne schon insgesamt rumprobiert. Den ersten Akku habe ich ja schon leer geflogen. Der zweite Akku hier drin, der ist jetzt nun auch langsam leer. Ich bekomme hier auch auf meinem Display bzw. in meinem Smartphone eine entsprechende Meldung, dass mein Akku langsam zu Ende ist. Ich werde jetzt hier noch ein paar kleine Runden drehen. Ich hoffe nicht, dass ich dann den Akku komplett leer fliege und mir die Drohne vielleicht irgendwo abstürzt. Ich möchte aber auf jeden Fall dann auch noch die anderen Funktionen hier bei der HiTop AE8 Evo mit testen, also mit unserem Umkreisen und ja, unseren Rocket und diesen anderen Flugmodi, die es hiermit so gibt. Ich werde euch natürlich jetzt auch gleich die Videosequenzen, die ich jetzt hier noch mit aufnehme, noch mal mit kurz einblenden. Dann seht ihr das, wie die Video- und Fotoqualität hier von unserer Drohne ist. Und dann werde ich auch sehen, dass ich diesen kleinen Vogel hier dementsprechend auch wieder sicher lande. Und jetzt drehe ich hier einfach noch ein paar Runden. Die Drohne unterstützt verschiedene Flug- und Aufnahmemodi. Und da werden wir doch jetzt hier mal einen testen. Oder öffnen wir jetzt hier mal unsere App. Da lassen wir jetzt die Drohne erstmal abheben, dass sie mir ungefähr parallel in Augenhöhe schwebt. Und sie hat jetzt ungefähr einen Abstand von 2 bis 3 Metern. Und hier in der App wähle ich jetzt hier einfach mal unseren Modus Greisen aus. Und jetzt sollte die Drohne hier langsam um mich drum herum fliegen und mich so ganz langsam umkreisen. Und hier kann man das jetzt auch sehen, dass wir jetzt hier langsam umkreist und umflogen werden. Und da sieht man, dass mit diesem Umkreisen, das klappt eigentlich ganz gut. Und das mit unserem Flugmodus, mit diesem Umkreisen von unserem Objekt bzw. hier mit mir, das hat ganz gut geklappt. Das konnte man jetzt hier sehen und ich blende euch jetzt hier einfach nochmal ein paar Aufnahmen, Originalaufnahmen aus unserer Drohne, aus unserer Kameradrohne mit ein. Und da hat man hier auch nochmal so einen kleinen Überblick, wie dann die Bild- bzw. Videoqualität hier in unserer Drohne auch ist.